Moin Moin, mein Name ist Felix, ich bin Produktmanager bei Rolle und ich habe euch heute ein ganz besonderes Stativ mitgebracht, nämlich das CT5C. Wir wurden immer wieder angesprochen, wo ist denn dieses Stativ, ich will das wieder haben, wo gibt es das? Wir waren sehr, sehr erfolgreich damit in der Vergangenheit und haben es jetzt wieder auferleben lassen. Was ist mit dabei, wenn ihr das bekommt? Wir haben einmal ein bisschen Werkzeug, das kennt ihr schon von uns. Wir haben eine ordentliche Schnellwechselplatte. Wir haben hier das Werkzeug, um das Stativ halt eben einmal zu warten, auseinanderzuschrauben. Gerade wenn man viel damit unterwegs ist, muss das Stativ auf jeden Fall auch mal gereinigt werden. Dann haben wir hier was Besonderes mit dabei, dazu kommen wir später noch. Natürlich das Stativ und hier noch eine angenehme Tragetasche, dass man auch unterwegs das Stativ ordentlich mitnehmen kann. So, als allererstes zeige ich euch, wie man das Stativ zu einem Monopod umbaut. Ein Monopod ist immer gut mit dabei zu haben, gerade wenn man nicht nur fotografiert, sondern halt eben auch filmt. Oft braucht man das für Kameraschwenks, für so kleine Kamerafahrten und da braucht man meistens einen kleinen Monopod. Und das zeige ich euch jetzt, wie man das umbaut. Einmal suche ich mir hier ein Bein aus. Alle drei Beine lassen sich lösen. Ich drehe das hier ab. Zack, hier ist ein Gewinde drin. Dann nehme ich mal einen Kopf, schraube den hier oben ab. Und zack. Jetzt kann das hier zur Seite. Und jetzt schraube ich dieses 3/8 Zoll Gewinde einfach hier auf meinen Monopod. Mache das fest und habe somit einen hervorragenden Monopod, den ich zum Film benutzen kann, zum Fotografieren und den ich natürlich hier auch noch in der vollen Länge auseinanderziehen kann. Ja, das ist natürlich immer eine gute Sache, mit dabei zu haben, so einen Monopod auch mal so an den Rucksack zu machen, aber jetzt kommt das wirklich Geniale. Ich schraube hier noch ein bisschen dran rum und baue das Stativ nochmal um. So, ich baue jetzt hier alle drei Beinelemente ab. Wenn ihr drei Köpfe habt, könnt ihr auch drei Monopods draus machen. So, dann nehme ich die Mittelsäule raus. Die Mittelsäule ist teilbar, das ist auch immer sehr, sehr beliebt, weil man dort halt eben auch sehr, sehr gut bodennahe Aufnahmen machen kann. Die nehme ich raus. Jetzt habe ich die Beine demontiert und habe quasi nur noch meine reine Stativschulter. Und jetzt kommen die kurzen Beine dazu. Diesem Lieferumfang fangen wir dabei. Und das ist halt eben super praktisch, weil ich brauche nicht mehr zwei Stative rumschleppen, ein Tischstativ, ein großes Stativ, sondern ich habe hier quasi alles in einem und habe eben hier schon die Möglichkeit, zack, hier mal hinzustellen. Jetzt habe ich meine kurze Mittelsäule, ja, und die kommt hier oben rein, zack, dann kommt der Adapter hier drauf. Das geht alles ohne Werkzeug, wie ihr seht. Das ist da nicht nötig. Und schon habt ihr hier euer Tischstativ. Wenn man hier noch eine Smartphone-Halterung mit drauf macht, dann hat man da noch die Möglichkeit, das mit dem Smartphone zu benutzen und halt eben alles in einem. Das Tischstativ könnt ihr hier halt eben jetzt auch nochmal in der Größe verändern. Zack, zuschrauben. Und hat dann hier jetzt schon eine ordentliche Höhe, nicht nur für Aufnahmen auf dem Tisch, sondern halt eben auch mal, wenn ihr unterwegs seid und einfach nicht viel Platz habt und ihr wollt nur ein kleines Stativ mitnehmen, dann ist das hier genau das Richtige. Kann es auch gut im Packmaß wieder klein machen. Zack, wieder die Beine nach oben. Zack. Und das passt wirklich in jeden Rucksack für die Mädels, in jede Handtasche. Das ist schon wirklich genial. Ja, das war das CT5C. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, euch gefällt das Video und ihr könnt gerne unten kommentieren, Likes da lassen, auf die Glocke hauen und ich bin raus für heute. Ciao.